Hallo und willkommen zum Podcast Krisenfest, dein Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspirieren möchte und deine innere Heldin weckt. Mein Name ist Rani Gindl, ich bin der Host dieser Show, ich bin Yogalehrerin und teile meine Erfahrungen und alles, was mit Mindset-Arbeit, mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, mit Yoga, mit Atmung, hier auf diesem Podcast. Und was ich heute aufnehmen werde, ist oder war Teil meiner Rauhnachtbegleitung. In dieser Rauhnachtbegleitung war am 21. Dezember, am Tag der Wintersommerwende, ja, die Aufgabe, sich 13 Wünsche zu notieren, und ich habe dazu eine kleine Meditation aufgesprochen. Und dann habe ich so ein bisschen über das Wünschen nachgedacht. Also währenddessen ich mir meine Wünsche aufgeschrieben habe, habe ich schon über Wünsche nachgedacht und über das Wünschen an und für sich. Und ich habe auch Rückmeldung bekommen, dass es gar nicht so leicht ist, gell? Sich Dinge zu wünschen. Und ich möchte jetzt mit dir hier auch in diesem Podcast teilen, was so meine Gedanken rund ums Wünschen sind. Wenn wir uns Dinge wünschen, da gibt es Menschen, die nennen das wahrscheinlich auch manifestieren, weil wenn ich einen Wunsch habe, dann möchte ich natürlich auch, dass der in Erfüllung geht. Also das hat auch, Wünsche haben immer etwas auch mit uns selbst zu tun. Wünsche sind irgendwie auch Ausdruck unserer Seele, meiner Meinung nach. Ein Sehnen unserer Seele nach etwas in unserem Leben. Und als ich über meine Wünsche nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass die meisten meiner Wünsche von mir selbst zu erfüllen sind. Und es gibt immer so einen roten Faden eigentlich durch die Wünsche. Sie haben immer irgendetwas natürlich mit dem zu tun, wie wir leben, was wir gerne verändern möchten. Und ich habe schon festgestellt, dass Wünsche auch schwierig sein können. Das heißt, ich bin inzwischen schon vorsichtiger geworden damit, was ich mir wünsche. Denn bei manchen Wünschen, die ich schon in meinem Leben gehabt habe, bin ich im Endeffekt froh, dass sie nicht in Erfüllung gegangen sind. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, und wahrscheinlich kennst du es in der Rückschau auf dein Wünschen als Jugendlicher zum Beispiel oder Jugendliche oder als Kind. Unsere Wünsche verändern sich mit unserer Lebenssituation, mit unserem Lebensalter. Und bei mir haben Wünsche immer sehr viel damit zu tun, wie ich mich weiterentwickle, wohin ich mich auch beruflich entwickeln möchte, was mir das Leben erleichtern würde. Und manchmal wünsche ich mir auch Dinge, die ich mir zu 100% selbst erfüllen könnte. Und wahrscheinlich ist das Dahinterliegende, also wenn ich mir zum Beispiel Zeit wünsche, oder mehr Reisen wünsche, dann liegt das ja auch an mir, das umzusetzen. Und das ist mir so richtig bewusst geworden, als ich mir Gedanken gemacht habe darüber, dass ich jetzt 13 Wünsche aufschreiben soll, um sie für die Rauhnächte zu verwenden. Und wie ist es dann jetzt mit diesem Wünschen? Was hat das, und gibt es so Grundregeln? Also ich glaube, wünschen kann man sich alles. Wenn du Wünsche hast, dann analysier die doch mal, schau sie dir an, schreib sie dir auf und beobachte mal, was von diesen Wünschen du wirklich aktiv selbst umsetzen kannst. Warum sage ich das? Denn als ich das gelesen habe, die Anleitung gelesen habe zu diesem Ritual, habe ich mir gedacht, ja, den letzten Wunsch musst du dir selbst erfüllen. Na, wie soll denn das gehen, so im ersten Moment?
oh, wie soll ich mir denn einen Wunsch selbst erfüllen? Wenn ich jetzt aber mein Leben betrachte und was ich lebe und was ich tue, dann muss ich sagen, dass ich alles, was ich mir gewünscht habe, eigentlich bis jetzt auch selbst umgesetzt habe. Und warum soll man sich denn dann überhaupt Dinge wünschen? Ich glaube, dass ein Wunsch ein Streben nach etwas ist, wo wir aber auch Energie reinlegen müssen. Wo wir darüber nachdenken sollen oder müssen oder können, wie wir dorthin kommen. Sich etwas zu wünschen und etwas tief zu sehnen, etwas tief im Herzen zu haben, macht ja auch etwas mit uns und macht, dass wir gewisse Schritte gehen. Ja, wenn ich zum Beispiel mir wünsche, eine Sprache zu lernen, dann wird ein erster Weg vielleicht dahin sein, dass ich mir neumodisch eine App herunterlade oder altmodisch ein Buch kaufe oder in einen VHS-Kurs gehe oder mir einen Native-Speaker suche, um diese Sprache zu lernen oder in weiterer Folge dann sogar in dieses Land ziehe, wo diese Sprache gesprochen wird. Also es erfordert von mir auch immer kleine Schritte, etwas zu machen. Oder zum Beispiel auch über manche Wünsche zu sprechen. Mir hilft das zum Beispiel, Ideen zu entwickeln, indem ich darüber spreche. Indem ich darüber spreche, indem ich darüber schreibe, indem ich darüber nachdenke, finde ich Lösungen, finde ich Wege, erschließt sich diese Idee neu, gibt mir neue Wege vor. Das heißt, wenn ich einen Wunsch habe, dann ist das sehr wohl so, dass ich sage, ich darf den natürlich nach außen artikulieren, ich darf den natürlich auch sagen und ich glaube, dass wir noch viel mehr darüber sprechen dürfen, was unsere Träume und was unsere Wünsche sind. Warum? Weil sie sonst nicht in Erfüllung gehen. Wenn ich mir wünsche, was auch immer, ein Beispiel, wenn ich mir ein Fahrrad wünsche, und ich sage niemandem, dass ich mir ein Fahrrad wünsche, dann wird es auch niemand wissen und dann wird dieser Wunsch, es sei denn, ich kaufe mir das Fahrrad selbst, nicht in Erfüllung gehen. Ich habe eine Freundin, die mir erzählt hat, sie hat sich ein Lastenrad gewünscht und hat jahrelang einen Suchagenten auf viel Haben gehabt, solange bis sie dieses Fahrrad dann auch wirklich bekommen hat. Also sie hat einen Impuls gesetzt, hat immer wieder natürlich geschaut, aber sie hat einen Impuls gesetzt, und es hat ein bisschen gedauert, aber sie hat genau das bekommen, was sie wollte. Es erfordert nicht immer viel Arbeit, etwas zu machen, aber es erfordert von uns schon ein bisschen auch in die Aktivität zu gehen. Was auch sehr hilfreich ist beim Wünschen, ist, dass wir es für möglich halten, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn wir uns etwas wünschen und gleichzeitig sagen, das glaube ich nicht, dass das jemals in Erfüllung geht, wenn wir davon ausgehen, dass wir mit allem verbunden sind, dann ist es so, wie wenn wir eine Bestellung abschicken und dann gleich wieder zurückziehen und wieder abschicken und wieder zurückziehen und wieder abschicken und wieder zurückziehen. Wir werden das Ding nie bekommen, wenn wir ständig diese Bestellung wieder zurückziehen. Mit manchen Dingen dauert es etwas länger. Ich habe mich zum Beispiel dieses Jahr super selbst boykottiert und habe eine Handlung gesetzt, die total wider dem gesprochen hat, was ich eigentlich wollte. Aber ich war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht klar. Das heißt, es musste auch wirklich klar sein, was möchtest du, wo willst du hin? Und einen Wunsch zu haben und ihm zu einem bestimmten Punkt zu kommen in seinem Leben, erfordert auch, dass wir dranbleiben, dass wir weiterhin dran glauben. Weil es gibt kleine Wünsche, die lassen sich leicht erfüllen. Und es gibt größere Wünsche, die brauchen vielleicht 10, 20, 30, 40 Jahre zur Erfüllung. Und die Frage ist dann, wie wichtig ist es dir? Und wenn es dir sehr wichtig ist, dann wirst du immer wieder was dafür tun. Und wenn es dir ein bisschen weniger wichtig ist, dann wirst du weniger dafür tun. Also es geht darum, eine klare Formulierung auch zu finden. Und nicht nur zu sagen, ich würde gerne eine neue Sprache lernen, sondern zu definieren, welche Sprache das ist, in welchem Zeitraum du das erledigt haben möchtest. Und dann darfst du Wege gehen und dann darfst du dranbleiben und dann darfst du mit der Frustration umgehen, die es nun mal mit sich trägt, dass man, wenn man lernt, natürlich auch Rückschläge hat.
Für mich war 2008, als ich die Yogalehrerausbildung gemacht habe, ganz klar, ich möchte Sanskrit lernen. 2014 habe ich mich auf der Universität eingeschrieben. Und ich bin nach wie vor dabei, Sanskrit zu lernen. Und dieses Jahr war das erste Mal, 2014 habe ich mich eingeschrieben, 2023 am Ende, also fast 10 Jahre später, bin ich auf einem Punkt, wo ich sage, ach, es geht. Ja? Es geht, ich bin langsam dort, wo ich hin möchte. Und ich meine das auch wirklich so, ich bin langsam dort, wo ich hin möchte. Ich werde wahrscheinlich noch weitere 5 Jahre auf diesen Weg gehen, bis ich dieses Ziel erreicht habe und wahrscheinlich noch viel, viel länger, weil die Liebe zu einer Sache endet ja nicht irgendwann. Also du musst bereit sein, auch etwas dafür zu tun. Du musst bereit sein, daran zu glauben und du darfst Hindernisse überwinden bei diesen Wünschen. Und diese Sprache zu lernen hat extrem viel von mir gefordert. Und eine größte Sache war, ich habe mich selbst so oft überwunden. Ich habe so oft Dinge, die ich wahrscheinlich aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, aus meiner Schulzeit mitgenommen habe, aufgearbeitet in der Zeit. Das heißt, so ein Wunsch, ja, kann auch irrsinnig viele Nebengeschenke sozusagen bringen, wo du merkst, auf einmal, ja, und ein größtes, glaube ich, was ich gehabt habe, ist, ich habe es mir nicht selber zugetraut. Ich wollte es unbedingt, aber ich habe immer gesagt, es ist so kompliziert, es ist so schwer. Und solange ich das gesagt habe, war es auch wirklich kompliziert und es war urschwer. Und dieses Semester habe ich mir das Geschenk gemacht. Ich habe gesagt, lern einfach aus Freude. Und dieses Semester habe ich am meisten gelernt, glaube ich, und mit der Freude mich erinnert an den Sachen, die ich schon gelernt gehabt habe. Also Wünsche positiv formulieren, an die Erfüllung glauben, selbst aktiv werden und etwas tun. Ich weiß nicht, kennst du die Geschichte? Wir dürfen auch Vertrauen haben. Die Geschichte, die ich dir erzählen möchte, habe ich von Moji gehört. Das ist ein spiritueller Lehrer. Und er erzählt von einem Mann, der fällt einen Hang runter und greift nach einem Ast und hält sich fest. Und er schreit, Hilfe, Hilfe, kann mir nicht irgendjemand helfen? Und dann kommt eine Stimme und sagt, ich kann dir helfen. Und er sagt, ja, super, hilf mir, bitte, hilf mir. Und er sagt, lass den Ast los. Und der Mann überlegt einen Moment und schreit wieder, Hilfe, Hilfe. Kann mir nicht irgendjemand helfen? Und die Stimme kommt wieder, sagt, du musst nur den Ast loslassen. Und der Mann traut sich nicht, diesen Ast loszulassen. Und das ist das Vertrauen, das wir auch haben dürfen, wenn wir einen Wunsch haben, dass er auch erfüllt wird, dass wir die richtigen Menschen treffen, dass wir die richtigen Impulse bekommen, dass wir die richtigen Bücher lesen, dass wir die richtigen Dinge hören, dass wir den richtigen Podcast aufschalten, dass wir im Fernsehen irgendetwas sehen, dass wir mit einer Freundin sprechen darüber und die hat auf einmal eine Idee. Also auch das Vertrauen zu haben, loszulassen von unserem Wunsch, loszulassen von unserem Wunsch und ihn gehen zu lassen. Naja. Und dass wir in die Aktivität kommen müssen. Dazu gibt es noch eine Geschichte, die ich dir erzählen möchte. Das ist eigentlich ein Witz. Ein Mann betet zu Gott jahrelang, bitte lass mich im Lotto gewinnen. Bitte lass mich im Lotto gewinnen. Bitte lass mich im Lotto gewinnen. Und irgendwann einmal wird Gott anscheinend zu bunt. Und er sagt zu ihm, ja mei, spiel doch endlich mal einen Schein. Also wir dürfen in die Aktivität gehen, wir dürfen ins Vertrauen gehen, wir dürfen positiv formulieren und daran glauben, dass unsere Wünsche, wenn wir sie haben, Ausdruck unserer Seele sind und sie dadurch, dass wir sie haben, auch irgendwie ein Stück unseres Lebenswegs zeichnen. Genau. Worüber ich noch sprechen wollte, ist auch, manchmal haben wir Wünsche, wir wollen unbedingt etwas haben. Du kannst dich erinnern, ich habe dir erzählt, ich bin froh, dass ich nicht alle Wünsche erfüllt habe, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben gehabt habe. Und
diese Wünsche, die wir manchmal haben, sind keine echten Wünsche. Und wenn ich meine, sind keine echten Wünsche, ist, wenn ich zum Beispiel unbedingt irgendwas Materielles haben will. Wenn ich ständig materiell irgendwelche Dinge haben will, die ich dann in mein Leben hole und nie genug habe. Ja, zum Beispiel der Wunsch nach einem neuen Auto, der Wunsch nach einem größeren Auto oder der Wunsch nach, ich weiß nicht, einem speziellen Möbelstück oder was uns so bindet. Oder wo einfach auch nachgewiesen ist, dass wenn wir uns Dinge wünschen und uns die dann relativ eigentlich gleich kaufen und die Möglichkeit haben und wenn wir sie dann haben in unserem Leben, dass sie dann eigentlich gar nicht das bringen, gell? Dass die Freude daran, dass man es hat, gar nicht mehr so groß ist. Dazu war voll interessant, ich habe die Doku über von Arte gesehen, sie hieß Unhappy, ich werde sie in den Shownotes verlinken. Und diese junge Künstlerin, diese junge Schriftstellerin hat einen Mann interviewt, der über das Pokerspielen sehr viel Geld gewonnen hat. Und sie hat ihn gefragt und er hat gesagt, ja, das erste Mal, wie ich so eine Million gewonnen habe, es war natürlich ein Tag super und am nächsten Tag war es schon ein bisschen weniger super und dann war es schon irgendwie normal. Und das hat mir so gut gezeigt, dass alles, was wir uns an monetären Dingen wünschen, alles, was wir uns an Dingen wünschen, die in unserem Leben ist, wir sind dann da und wir haben eine Zeit lang eine Freude und dann ebbt die ab. Und manchmal glaube ich auch, dass wir einfach auch zu viel haben von allen Dingen und dass uns einfach nichts mehr so richtig glücklich macht. Und wenn wir es anschauen, dann diese Freude nicht mehr sozusagen in uns drinnen ist. Und was ich sehr oft auch in Vorträgen höre zum Thema Glück und zum Thema Wünschen, ist, dass wir uns in Wahrheit ein Gefühl wünschen. Dass wir uns in Wahrheit ein Gefühl wünschen, dass wir glauben, mit dieser Sache in Verbindung zu bringen. Und es ist so. Wenn ich jetzt drüber nachdenke und meine Wünsche reflektiere, dann gibt es ein Gefühl, gibt es etwas in mir, das eine gewisse Sache erleben will, eine gewisse Sache spüren möchte, eine gewisse Sache im Leben, in meinem Sein haben möchte. So wie eine tiefe innere Zufriedenheit zum Beispiel auch. Ja. Dann, wenn wir dann darüber nachdenken, was dieses Gefühl eigentlich ist, was dahinter ist, das kann einen Wunsch verändern. Ja. Genau. Also, wenn du dir was wünschst, dann frag dich, was ist denn das Gefühl, was ist denn das Bedürfnis dahinter, was sich erfüllt durch diesen Wunsch? Und manchmal lässt sich's auch auf eine andere Art und Weise erfüllen. Manchmal können wir dann loslassen, davon unbedingt eine Sache haben zu wollen. Und in diesem Loslassen dann auch wirklich die Erfüllung von diesem Bedürfnis nochmal einen Schritt näher kommen. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich zum Thema Wünschen sagen wollte. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bitte bewerte doch diesen Podcast, wo immer du ihn hörst. Schreib mir einen Kommentar, wie es dir gefallen hat, wie es dir mit dem Thema Wünschen geht, was du für Gedanken hast zu dem, was ich dir gerade vermittelt habe. Und ja, genau, wenn du an mir, an meinen Projekten, an meinem Blog, an meinem Podcast interessiert bist, dann schau doch auf www.rani-yoga.at und ich freue mich, von dir zu hören und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Dieser Podcast erscheint am
jetzt muss ich kurz nachzählen, 27. Dezember. Das heißt, ich hoffe, du hattest ein wunderbares Weihnachtsfest. Und wenn ich jetzt richtig rechne, hören wir uns im neuen Jahr wieder. Das heißt, ich wünsche dir einen wunderbar guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche dir viel Glück, viel Erfolg, viel Gesundheit. Und ich danke dir fürs Zuhören. Und ja, wünsche dir noch eine grandiose Zeit. Bis dahin. Namaste, deine Rani.